Ich erkläre euch heute die Regeln der Harry Potter Legacy Challenge. Generation 0, Muggel. Dein Sim lebt mit seinen beiden Eltern in einem schönen Vorort. Der Vater von deinem Sim war früher ein berühmter Sportler, musste seine Karriere dann aber eines Tages an den Nagel hängen, weil er einen Unfall hatte. Dein Sim möchte ihren Vater glücklich machen und tritt in seine Fußstapfen. Also sie ist sehr sportlich, ehrgeizig und ihre Familie erwartet Großes von ihr. Doch leider wird sie dann unerwartet schwanger. So wird gespielt. Erstelle einen Teenager und gib ihr das Bestreben Bodybuilder. Ihre Merkmale sind aktiv, Bro und Chaot. Lebe mit deiner Familie in Willow Creek und erreiche Level 10 der Fitnesskarriere. Natürlich wird sie als Erwachsene die Karriere Sportlerin annehmen, doch eines Tages hat sie dann einen One-Night-Stand mit einem Fremden und wird davon schwanger. Wenn ihr das Reich der Magie-Pack habt, dann sollte dieser One-Night-Stand definitiv ein Magier sein. Ihr Vater ist unfassbar enttäuscht von ihr und lässt sie das auch jeden Tag spüren. Und so zieht dein Sim mit dem Baby in einen anderen Ort, weit weg von ihrer Familie. Zum Glück hat dein Sim aber eine beste Freundin oder eine Schwester, die sie bei allem unterstützt. Und ab jetzt wird jede nächste Generation vom Zufall ausgewählt. Dafür könnt ihr einen Würfel benutzen oder einen Zufallsgenerator aus dem Internet. Generation Ravenclaw. Schon als Kleinkind ist dein Sim sehr neugierig und will immer neue Dinge lernen. Dein Sim ist sehr ehrgeizig, kreativ und will unbedingt Klassenbeste oder Bester werden. Als Teenager lässt sich dein Sim dann aber doch ab und zu ein bisschen ablenken. Doch für eine feste Partnerschaft hat sie keine Zeit. Der Ravenclaw-Sim hat das Bestreben Renaissance-Sim oder Zauberkunst und Hexerei, falls du das Reich der Magie-Pack hast. Ihre Merkmale sind Genie, kreativ und perfektionistisch. Und später will dein Sim Astronautin oder Schriftstellerin werden. Dazu braucht der Sim natürlich viele Fähigkeiten. Und deswegen erreicht sie oder er Level 10 von Geschicklichkeit, Level 10 von Logik, Level 10 von Raketenwissenschaft. Und natürlich muss dein Sim auch Level 10 in der Karriere erreichen. Natürlich ist Blau die Lieblingsfarbe von deinem Sim. Und solange dein Sim zu Hause lebt, hat er einen Raum in Blau und später ein ganzes Haus im Blau. Natürlich muss das Haus auch eine eigene Bibliothek haben, in der dein Sim natürlich unfassbar viel Zeit verbringt. Und den ersten offiziellen Partner lernt dein Sim dann auf der Arbeit kennen. Gemeinsam bekommt ihr ein Kind, aber ihr werdet nie heiraten. Das Wissen und die Karriere von deinem Sim stehen nämlich immer an erster Stelle. Falls du das Reich der Magie-Pack hast, lerne alle Zaubersprüche und Zaubertränke und hab unbedingt einen Raben als Begleiter. Generation Slytherin. Dein Sim ist ein geborener Anführer und schafft es, dass alle nach seiner Nase tanzen. Schon als Kleinkind wickelt er alle um den Finger und bekommt alles, was er will. Seine Merkmale sind ehrgeizig, Snob und selbstsicher. Als Jugendlicher hat er das Bestreben Meister des Unfugs und als junger Erwachsener erfolgreiche Abstammung. Als Kind hat dein Sim zwei beste Freunde, die einfach alles für ihn tun. Mit diesen beiden Freunden bleibt er auch wirklich sein ganzes Leben lang befreundet. Und gemeinsam mobben sie andere Kinder und auf ein Kind haben sie es besonders abgesehen. Das andere Kind hat eine Besonderheit. Heimlich ist dein Sim aber natürlich in das gemobbte Kind verliebt. Das kann er aber natürlich absolut nicht zugeben. Und irgendwann heiratet er einen reichen Sim nur wegen seinem Geld. Mit diesem reichen Sim bekommt er dann auch noch zwei Kinder. Das erste Kind wird die nächste Generation. Doch richtig glücklich ist dein Sim nicht. Und deswegen fängt er eine Affäre am Arbeitsplatz an. Irgendwann hält er es einfach nicht mehr aus und sein Ehepartner stirbt auf unerklärliche Weise. Im Alter hat dein Sim dann irgendwann die Schnauze voll und kommt mit seiner Kindheitsliebe zusammen. Falls du das Reich der Magie-Pack hast, lerne alle Zauber der ungezähmten Magie und habe einen Schädel als Begleiter. Generation Gryffindor. Dein Sim ist schon als Kleinkind für jeden Spaß zu haben und jeder will mit ihm befreundet sein. Und deswegen hat dein Sim als Kleinkind schon mindestens drei Freunde. Und später ist dein Sim natürlich der coolste Sim der Schule. Durch seinen Mut und seine Ausstrahlung ist er einfach für viele ein absolutes Vorbild und wird zu allen Partys und Veranstaltungen eingeladen. Dein Sim ist sprunghaft, gesellig und ein Spinner. Sein Bestreben ist Freundin der Welt oder Witzbold. Und als Teenager merkt dein Sim, dass er bisexuell ist. Er erreicht Level 10 Charisma und Level 10 Comedy. Und als Teenager hat er seinen ersten festen Partner. Aber da er sehr sprunghaft ist, wird das wahrscheinlich nicht lange halten. Als junger Erwachsener zieht er dann mit zwei Freunden in eine WG. Den beiden darf man zwar Karrieren geben, aber sonst sollte man sie nicht steuern. Dein Sim wird nämlich anstrengend genug sein. Er hat nämlich mindestens 15 Freunde und ist eigentlich immer unterwegs. Als junger Erwachsener ändert er auch alle drei Tage seinen Partner. Doch mit dem dritten Partner bekommt er dann tatsächlich
tatsächlichen Kind. Sein Sim ist ein absoluter Entertainer und das ist auch seine Karriere. Irgendwann denkt er dann, vielleicht sollte ich doch mal heiraten. Doch kurz vor der Hochzeit betrügt er dann seinen Partner auf dem Junggesellenabschied. Im Laufe von seinem Leben bekommt er aber mindestens noch 2 Kinder. Und sein zweites Kind wird unsere nächste Generation. Falls du das Reich der Magie-Pack hast, hab einen Drachen als Begleiter und lerne alle Zauber der schelmischen Magie. Generation Hufflepuff. Ein Sim hat ein ganz großes Herz für alle Lebewesen und will, dass es allen immer gut geht. Dadurch verliebt sich dein Sim aber auch extrem schnell und hat seinen ersten Partner als Kind. Mit seinen Merkmalen fröhlich, kindisch und tollpatschig findet er natürlich sehr viele Freunde und er hat immer mindestens einen besten Freund in jeder Altersklasse. Dein Sim hat das Bestreben Outdoor-Fan und später große glückliche Familie. Also dein Sim liebt Essen, Kochen und die Natur über alles und baut deswegen als Teenager schon den Garten an. Außerdem sammelt er alles, was er so finden kann. Frösche, Fische, Pflanzen, alles Mögliche und damit erreicht er dann auch Level 10 der Gartenfähigkeit und Level 10 der Kräuterkunde. Als Teenager führt dein Sim dann eine offene Beziehung. Aber nicht, weil er sich nicht festlegen will, sondern weil er halt einfach überall Liebe verteilen will. Als junger Erwachsener zieht dein Sim dann in den Wald und hat dann ein Haus ganz in Gelb. Dein Sim darf niemals einen Job annehmen, sondern darf nur durch das Gärtnern Geld bekommen. Dein Sim bleibt bis zum Lebensende mit einer seiner Teenager-Lieben zusammen und zeitgleich führen die beiden zwar eine offene Beziehung, aber irgendwann als Erwachsene beschließen sie dann eine polyamore Beziehung zu führen. Das heißt, sie führen zu dritt eine Beziehung und zu dritt bekommen sie dann auch mindestens 3 Kinder und ein weiteres Kind wird adoptiert. Das dritte Kind, das geboren wird, wird die nächste Generation und falls ihr das Reich der Magie-Pack habt, dann lernt ihr alle Zaubertränke und einer deiner Partner muss unbedingt ein Muggel sein und dein Begleiter ist ein Flatterhase.